Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die nächsten Challenges raus, und zwar die Junk Challenges beziehungsweise Junk Storm Challenges. Und das sind wieder die zeitlich begrenzten Missionen. Das heißt, ihr habt 7 Tage für die Mission Zeit. Jeden Tag wird immer eine neue Challenge freigeschaltet. Und jetzt beginnen wir mal mit der ersten Challenge. Und zwar müsst ihr Verbrauchsgegenstände essen, also beziehungsweise diese ja, Essen, was auf der Karte verteilt ist. So etwas wie Äpfel, Pilze, Paprikas, Kokosnüsse und was gibt's sonst noch? Bananen, genau, Bananen kann man noch essen. Das alles geht. Und das müsst ihr einfach essen. 5 Stück. Dann habt ihr die erste Mission. Dann als nächstes müsst ihr Arena-Matches spielen. Das heißt, einfach 3 verschiedene Arena-Matches spielen. Könnte vielleicht für den einen oder anderen etwas schwieriger werden. Oder es ist immer nicht schwierig, ihr müsst einfach nur 3 spielen, aber vielleicht macht der ein oder andere da Minus. Ja, muss man auf jeden Fall für die Challenge machen. Ja, sollte nicht allzu schwierig sein. Man muss immer nur versuchen, möglichst wenig Minus dann in der Runde zu machen. Sonst ist ja keine Schwierigkeit. Dann müsst ihr mit verschiedenen Scoped Weapons Schaden machen. By the way, hier Bananen einfach essen, 5 Stück. Dann habt ihr das. Hier vor allen Dingen bei Lazy Lagoon geht das gut, weil hier viele Bananen sind. Sonst gehen natürlich auch alle anderen Gegenstände, Pilze und alles. Ja, dann als nächstes müsst ihr Headshot Damage machen. Und ja, dafür lohnt sich natürlich auch verschiedene Scoped Waffen, also Waffen mit Zielfernrohr. Dazu zählen Sniper, ja, die Scoped AR und sonst, glaube ich, keine anderen Waffen. Ja, dabei könnt ihr eigentlich 2 direkte machen. Oder mit Pumps geht das auch gut, Headshot Damage. Außerdem macht man das auch während des Games ziemlich easy. Als nächstes müsst ihr Kisten durchsuchen in 3 verschiedenen benannten Orten innerhalb einer Runde. Ja, das heißt, zum Beispiel könnt ihr in Lazy Lagoon eine durchsuchen, oder wir gehen Sunny Steps, durchsucht dort eine Kiste, geht nach Fresh Plant, durchsucht eine Kiste, und geht nach Lazy Lagoon und durchsucht eine Kiste, dann habt ihr das. Dann als nächstes müsst ihr noch bei Pressure Plant und Happy Hamlet in verschiedenen Matches landen. Das heißt, einmal da oder da. 3 verschiedene Matches. Ihr müsst nicht in beiden landen. Ihr könnt auch nur 3 Runden Pressure Plant landen. Oder 2 Runden Pressure Plant, eine Happy Hamlet oder whatever. Das ist egal. Als letzte Challenge müsst ihr dann noch an gegnerischen Strukturen Schaden hinzufügen. Das heißt, mit Spitzhack geht es relativ schnell. Es müssen immer gegnerische Strukturen sein. Ja, sollte man im Game aber auch relativ gut machen können. Das waren alle Challenges. Dabei schaltet ihr insgesamt 30 Battlesterne frei und einmal einen Ladebildschirm. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.